Hey Leute, herzlich willkommen zurück in unserer Tour de France mit Erik Zabel. Als nächstes steht hier wieder eine Flachetappe an. Allerdings haben wir hier Frische nur durchschnittlich. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir nur auf gut jetzt für die Etappe. Ah, zumindest auf sehr gut. Das geht noch. Und naja, gerade so eine mega einfache Flachetappe ist es halt auch nicht. Ja, hier für euch mal das Magazin. Wir sind da unten bei den Favoriten zu sehen. Oh, Interview mit Bernal. Und hier schon wieder ein Zoom auf Erik Zabel. Favorit der Redaktion. Zabel wird heute sein Punktetrikot verteidigen müssen. Bisher zeigt er eine sehr gute Leistung, aber jede Etappe stellt eine Bedrohung für ihn dar. Naja, hatten wir beim letzten Mal, als wir da beim Zoom waren, auch diese Nachricht. Wir sehen uns gleich. Hello cycling fans everywhere. Even though today's stage is mostly flat, the closing kilometers through the streets of Lyon won't be to the liking of the sprinters. Given the three urban climbs that await them, it would be surprising if they asked their teammates to manage the gap with the breakaway. The Baroudeurs would seem to have a good chance of winning today. Oh, damit herzlich willkommen zur 14. Etappe der Tour de France und ich sag halt oh zu dem, was der Kommentator gerade gesagt hat. Die Baroudeure haben hier eine Chance zu gewinnen. Ah, wenn ich jetzt plus 3 gehabt hätte, da hätte ich es vielleicht mal versucht anzugreifen. Aber so mit plus 1, nee, lieber nicht. Komm, wir gehen das Risiko nicht ein. Nachher reise ich aus, die Ausreißergruppe wird eingeholt und dann sind die ganzen, die hinter mir liegen, die gewinnen dann hier den Sprint und ich habe keine Energie mehr dafür. So, ich denke mal diesmal am Ende, wenn man sich die Hügel hier anguckt, ist es am besten, wenn ich mich von Bourgodeau anfahren lasse. Den beschützt bei der Dijardin. Und der Barret. Ja, La Tour ist in der Ebene nicht so gut. Und auch eh schlechte Form kommt. Du bewachst mir den Lempay. Ja, ich denke mal, den Lawless brauchen wir jetzt nicht unbedingt beschützen. Er kann allerdings gleich vorne bleiben. Bourgodeau war doch auch hier gleich, ne? Ja, er kann so ein Stück nach vorne fahren. Oh, dann geht's los. Komm, los, schnell, vorsichtig Tempo fahren. Hier, nur zur Lücke. Tisch reicht. He moves on to the attack. There's no real sense to it, but at least he gets a mention. Auf jeden Fall mal von Bale unterwegs. Stimmt ja, das ist ja so ein Star, den brauche ich nicht ansagen. The current pace is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Es findet hier aber das Team von Caleb Ewan nicht gut. Their front group is disorganized and some riders are exploiting this opportunity to attack. Ja, also rechnet der sich höchstwahrscheinlich auch was aus. Also wird hier dann, denke ich mal, die Gruppe eingeholt. Bis jetzt sieht es auf jeden Fall so aus. Some team managers must appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, da ist immer einer. Hier ist auch Ewan, direkt hinter uns. Ja, komm, Lawless, ey. Mach dich mal weg da vorne. Da danach vier Bergetappen kommen. Ich glaube, danach ist nur noch die Schlussetappe auf dem Champs-Élysées flach. Und sind acht weg. Im Moment will anscheinend erstmal keiner. Oh, Löppel ist auch schon so gut wie da. Oh, ein ganz kleines Stück weiter vor. So. La Tour ist auch schon da. Na, haben wir ja alle versammelt, wa? Können wir ja Schub geben. Tja, zwei Siege haben wir schon eingefahren. Mal sehen, ob das hier der dritte werden kann. Danach vier Etappen definitiv nicht. Und dann kommt, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kommt noch ein Zeitfahren. Da dann auch nicht. Also nächste Chance wahrscheinlich erst am Champs-Élysées.
Ja, nächste Etappe, die Bergetappe, werde ich wahrscheinlich wieder, wenn vorne irgendwo ein Sprint sein sollte, wieder angreifen. Dann ist zum Glück Ruhetag. Das passt dann auch wieder ganz genau mit dem Ruhetag der richtigen Tour de France. Es ist halt nur so, dass wir hier drei Ruhetage hatten und in der diesjährigen Tour de France haben sie nur zwei. Ja, Sturz. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. So, wie sieht dann mit dem Abstand aus? Der krasse, na, ob man die noch Hügel nennen soll oder schon Berg, fängt jetzt an. Oh, so 3,40 weg. Wird aber noch mehr. Aber hätten auch noch fast 150 Kilometer. Ja, wir zappen hier weiter. Ah, warte mal. Ah, jetzt sollte ich vielleicht schon noch einmal Wasser holen, ne? Komm, Barry, mach dich mal auf den Weg. Hätte ich eigentlich sogar ein bisschen früher machen müssen. Puncture for Ryder. Attack by Benoit Cosnefroid. Ah, da geht es um die Bergwertung. Da kommen sie gerade rein. Wir sind da hinten gerade um die Ecke gekommen. Ah. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Bis es da vorne ein bisschen flacher wird. Nicht zu viel Energie verbrauchst. War ein bisschen meine Schuld, zu spät losgeschickt. Aber jetzt hier den Kategorie 2, den hätten wir nicht mehr geschafft, denke ich mal. Naja, auf gar keinen Fall. Hier oben ist ja schon Wasser komplett weg. Boah, können wir erstmal wieder seppen. Ja, Barrees, tut mir wirklich leid. Der hat ganz schön zu leiden gerade. Jetzt hat er alle verpflegt. Jetzt wird der Abstand so langsam weniger. Na, das ist doch schön. Also wollen die anderen Teams auch was. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich bei diesem Tour de France-Rennen mit meinem Team 8 Leute einholen soll. Das würde ich wahrscheinlich alleine nicht schaffen. Naja, okay. Vielleicht immer der, man sieht, absolut alle total kaputt fährt. Den ist Zabel aber echt noch gut hochgekommen. Ah ja. Acceleration by Van Baal. Der kommt lang geschossen. Ah, da haben sogar mal zwei ein bisschen abgehängt. Ja, wir setzen weiter. Ich denke mal, Wasser auf der Abfahrt nach dem nächsten Kategorie 3 oder so. Vielleicht noch ein bisschen später. Jetzt ist auch ein Sturz. A ball has just happened in the peloton. Several riders are on the ground. Abfahrt runterrasen. So, kleine Welle vor dem Kategorie 3. Oh ja, Feld macht gut Tempo. Immer noch 4 Minuten nach vorne. Weil wir haben eben gerade rot geblinkt. Tja, ich glaube, da kommen wir. And it's an attack by Benoit Cosnefroid. Mit einmal Wasser holen nicht mehr aus. Oh, da sind sie alle durchgeschossen durch die Bergwertung. Naja, ich muss jetzt nochmal holen und dann am besten hier auf der letzten Abfahrt zu den zwei kleinen Kategorien 4 Hügel dann nochmal. We're into the second half of the race. The riders are going to be more and more on their guard. Jetzt kann aber Latour mal was machen. Der hat auch immer noch miese Form.
Immer noch bei 4 Minuten. Jetzt unter 4 Minuten. Also ein klein wenig macht es mir schon Angst. Ne? Obwohl wir rein theoretisch, weil wir über 80 Kilometer noch haben, noch im Zeitplan wären. Ich gebe meine Jungs erstmal nicht vorne rein. Ich warte noch ein bisschen. So, Wasser kommt jetzt so bei 77 Kilometer überall an. Unter Umständen reicht es. Sicher ist das nicht. Ach du Scheiße. Stopp. Schon nur noch 4 Kilometer. Ah! Ich hab den Sprint verpasst. Eieiei, das ist natürlich schlecht. Wo ist Ryu? Der darf auf keinen Fall zurückfallen. Die da. Oh Gott, ob ich das jetzt noch packe? Die sind schon alle vorne. Da ist Ewan. Den mal rein. Den mal rein. Oh Gott, das war echt schlecht, dass ich nicht aufgepasst habe. Wo ist Zorbel? Da kommt der Zorbel. Ich gehe mal raus. Doch habe ich ein bisschen Spritenergie. Immer noch, immer noch, immer noch. Oh, kurz vorher hört sie auf, aber wir haben sie trotzdem geholt. Yippie! Ryu ist da. Aber auch direkt vor Caleb Ewan, ne? Der ist auch mit dabei. Lala. Wo bleibt denn das Feld? Da. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. So, sind wir auch gleich ein bisschen weiter vorne. Ryu. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Ja, da können wir wieder zappen. Ich hoffe, Gelb baut sich auch nochmal wieder voll auf, aber jetzt, wenn es bergauf geht, wahrscheinlich eher nicht. Mal die ganzen Scheren hier auf 99. Ach hier, Dijardin muss natürlich wieder durchschießen. Ja, nee, Latour aber auch nicht mehr. Na, hier klauen sie mir aber noch ganz schön Gelb hier. Dass es hier gar nicht so steil nach oben geht. Abfahrt. Ja, wir nennen uns wieder den 2 Minuten Abstand. Eben konnten sie mal wieder ein bisschen was gut machen. Ne? Und die bröseln vorne fleißig auseinander. The pack is slowly whittling away the lead. Boah, kaum noch jemand Gelb hier. Bogodo und Lempe, die mich anfahren sollen, das geht noch gerade so. Ich glaube, wir brauchen echt noch mal Wasser. Es sieht hier sehr, sehr schwerfällig aus. Bei denen, die das Peloton anführen. In unter 2 Minuten. Langsam kriegen wir ein bisschen Gelb zurück. Vielleicht kommt aber so ein kleiner Anstieg. Und ich hole mir noch mal, also ich lasse mir noch mal was holen. Komm, noch mal ein paar Reh machen.
Naja, ist eben gerade ganz schön Wasser wieder weggegangen. Dann muss ein Sturz passieren. Oder ein Platten. Oh, a rider has taken a tumble. Fortunately, nobody went down with him. La, wollte ich wieder zappen. Geht nicht. Passiert wieder was. And it's an attack by Benoit Cosnefroid. Na, in einer Gruppe vorne. Er hat immer noch nicht abgeliefert. 30 Kilometer noch. Und Barry hat immer noch nicht abgeliefert, obwohl er echt noch Energie hat. Oh, jetzt greifen sie hier an. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Alter Barry, was ist mit dir los? Du musst hier mal irgendwann nach vorne kommen. Weil wie lange du schon unterwegs bist. With less than 20 kilometers to the line, the breakaway still holds more than a minute's lead. Things are far from over. Ja, die meisten hat er verpflegt. Alter, es wird so unerbittliches Tempo gefahren. Da, Burgo, do. Wo ist mein Lampe? Da. Da hin, ey. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. Ich brauche eine Pause. Those guys up front aren't going to be making too many friends today. Die hier alle. Entspannt euch mal. Wenigstens ein bisschen Energie noch saved für die nächsten Etappen. So, einmal Lampe. The pack is putting the squeeze on the breakaway. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Na man, gut, der muss nicht so schnell fahren wie hier bei den letzten Flachetappen. Wo du 90 schon jetzt fahren musstest. Acceleration by Van Baal. Na, die sind da noch im Angriff. Oh, the riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Das muss jetzt Zabel mal aushalten. 85 hoch. Ja, 10 kilometers to the finish line. Ja, die war bei der 10 Kilometer Marke, die kommt da jetzt erst bei uns. Die kriegen wir, glaube ich, nicht mehr da vorne. Jetzt geht's hier wieder hoch. Weil wir für Zabel nicht zu schnell fahren. Und nochmal runter. Ja, ist die Leine. Ne, ist nicht die Leine. Attack by Streven. So. 5 kilometers to the finish line. Und ganz kurze Pause. There's a faller in the pack. A rider is flat on the road. Jetzt gehen wir mit Burgudo nämlich auch mal rein. So, nochmal Stopp. Du jetzt raus. Ja, die drei da vorne kriegen wir nicht mehr. Oder? Obwohl, jetzt haben sie doch richtig verloren. Zabel hat fast nichts mehr. Letzte Energie von Zabel. The little promenade is over. Aber Ewan schlägt uns. A really powerful sprint finish to claim a great victory. Immerhin Vierter. Also, was für eine harte Etappe, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier unsere Energie am Ende komplett weg ist. Hat leider wieder nicht gereicht, aber wir müssten eigentlich vorne the race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. Er it's hat ein paar Punkte hier. Er kriegt hier 30, das ist natürlich schon scheiße. Mal gut, dass er nicht die 50 gekriegt hat.
Naja, ja, über 100 Punkte Vorsprung. Und ich denke mal, jetzt bei der nächsten Bergetappe, da können wir uns wieder um 20 absetzen. Ja, aus der Ausreißergruppe gewonnen. Hatte der Kommentator recht. Aber naja, wer weiß, wenn ich dabei gewesen wäre, ob sie dann die Gruppe auch gehen lassen. Ja, da sieht man, dass er da halt doch im Sprint ein bisschen besser ist wie ich. Boah, aber gut, dass der eine da noch ein Stück hinter uns war. Hat uns dann auch kurz nach dem Ziel überholt. Hier. Das war nochmal knapp, dass wir da den vierten halten konnten. So, dann kicken wir doch mal. Der Manager müsste eigentlich mit uns zufrieden sein, weil er ja immer nur möchte, dass wir den zehnten holen. So. Ja, wir haben immer noch weit über 100 Punkte Vorsprung vor Caleb. Es sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Oh, das wäre wirklich, wie gesagt, so toll. Wenn wir hier gleich mal das Sprinter-Trikot bei der ersten Tour de France mitnehmen könnten. Ja, immerhin 17. Und wieder auf 100% full. So, dann hoffe ich, dass ihr hier euren Spaß hattet und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Tour de France-Etappe. Bis denn und tschüss.